Hey Leute, das hier ist ein Nachtzügler-Päckchen von Paint Some Way. Die haben einfach losgeschickt, ohne die Bestellung zu bestätigen. Und was da drin ist, das schauen wir uns nach dem Intro an. Bis gleich. So, ich packe mal die ganzen Sachen auf den Tisch. Stativ machen wir noch ein bisschen. Hoppala. Da musste ich vorab, als das Paket kam, einmal reingucken, um zu gucken, was ich da bestellt hatte. Na, da kommt noch was. Und da schwirrt auch noch was in der Tüte rum. Das Ganze kam in so einer Luftpolstertüte. Das war schon mal ganz gut. Das ist besser als diese ganz dünnen Plastiktütchen. So, was hier drin ist, gucken wir gleich. Ich glaube, wir fangen heute mal mit dem kleinsten, was ich mir ausgesucht habe, an. Und zwar habe ich mir so einen Stift ausgesucht, weil die sehr gut in der Hand liegen. So einen ähnlichen habe ich euch ja schon mal gezeigt. Und ja, das ist ein Stift, auf den man Schraubaufsätze aufziehen kann. Und weil manche da etwas überfordert mit waren, dachte ich mir, wir gucken uns den Stift noch mal an. Wir haben hier verschiedene Aufsätze drin. Hier ist zwar augenscheinlich ein Schraubverschluss dran, aber der ist eigentlich nur für den Deckel gedacht. Die Aufsätze müssten eigentlich ja ganz normal hier in den Stift reinpassen. Und wenn ihr den da reinsteckt, habt ihr einen Schieber. Dann habt ihr mit dabei einen Dreieraufsatz, einen Fünfer. Das sind die breiten Aufsätze. Die sind sehr gut für runde Steine. Ansonsten bevorzuge ich einen Neuner. Bevorzuge ich eher die normalen. Warum ich den gekauft habe, ist dieser Aufsatz. Ich habe eine Freundin, die painted, setzt immer einzeln. Die nimmt nie einen Mehrfachaufsetzer. Und die fand diese gebogene Spitze sehr gut. Deswegen dachte ich, bestelle ich den Stift nochmal mit. Ich würde eher diese Spitze bevorzugen beim Einzelsetzen, beziehungsweise würde für runde Steine tatsächlich den Stift einfach zu einem Dreier machen. Ihr bekommt aber die Kappe mit Aufsatz nicht mehr drauf. Also ihr müsstet die Aufsätze dann immer wieder rausziehen oder den Stift offen lassen. Ja, das ist der Stift mit 2, 4, 6 verschiedenen Aufsätzen. Die liegen unter 2 Euro in den Shops. Das kann man mal machen. Und in anderen Shops, wenn ihr sie auf etwas schnellerem Wege kauft, sind sie, glaube ich, bei 3,99 oder 4,95 mit all den Aufsätzen. Dafür habt ihr es dann aber auch relativ zeitnah. So, das ist das erste Produkt, das ich mir ausgesucht habe. So, dann kommen wir mal zu dem, ich würde sagen, nach was ganz klein, nehmen wir mal das große Teilbild. Da weiß ich schon gar nicht mehr, welches Motiv ich mir ausgesucht habe. Das hier, ihr Lieben, das wird das letzte Dropshop-Video sein. Ich habe alle Kooperationen mit den Dropshops, die ich hier gezeigt habe, abgesagt. Und ja, das ist das letzte Nachzügler-Paket. Auch da habe ich alle E-Mails aus dem Postfach entfernt. Jetzt, also ich mache das immer, wenn die letzte Bestellung da ist, dann lösche ich alle E-Mails. Und ja, ich ziehe mal gerade das Bild ein bisschen gerade. Oh, die Folie klebt gut fest. Damit wir es ein bisschen besser sehen können. Hier habe ich mir ein Meeresmotiv ausgesucht. Ich vermute mal, so wie das aussieht, sogar ein KI-Motiv. So, ich gucke mal, ob ich... Es ist sehr diesig heute, aber das Licht im Allgemeinen fürs Bild müsste ja gut sein. Wir haben ein Meeresschildkrötenmotiv. Es sind Seesterne, aber man könnte es anmutet fast schon ein bisschen weihnachtlich hier mit den Kugeln und Perlen drin. Es sind aber tatsächlich nur Perlen. Und das Bild hat einen besonderen Twist und den zeige ich euch jetzt mal. Es knistert ein wenig. Wir haben nämlich die dicksten Halbperlen,
Da sind zwei Striche drauf, aber ich vermute mal, das soll F heißen. Wir haben die dicksten Halbperlen an Stein, die ich jemals gesehen habe. Eigentlich wollte ich das Bild als Geschenk nehmen, aber wenn ich diese Perlen sehe, die dicken, dann lockt mich das irgendwie selber. Für solche Sachen waren die Dropshop-Coupes gut, ne? Aber, nö. Ich denke, ich belasse es dabei, dass es ein Geschenk wird. Von diesen dicken Halbperlen haben wir 3 Tüten damit drin. Hier. Wir haben 11 verschiedene Sondersteine, nicht 9. Zack. Und dann haben wir hier die anderen Steinchen in Tüten abgepackt. Wir haben größere Sterne. Nochmal die Halbperlen in wesentlich kleiner. Dann haben wir Schiffchen geschliffen. Dann haben wir so mit einem Stern geschliffen, solche Halbperlen. Dann haben wir nochmal grüne geschliffene Schiffchen, also Smaragdfarben. Und dann haben wir alles Strasssteinchen in Gold, in Silber, in Rosé und nochmal in so einem Gelbton, der etwas vom anderen abweicht. Seht ihr das? Das ist so eher so ein Beige- und Ockerton und das ist ein richtiger Gelb- oder Goldton. Ja, das sind 11 verschiedene Farben. Und ja, wir haben halt hier in der Schildkröte diese ganzen Sterne mit drin. Auch witzig. Dann haben wir hier die Schiffchen in den Blüten und die normalen Steine in den Sternen und Blumen. Und die Perlen, die verschiedensten, haben wir alle hier oben und ringsrum in dem Perlenkranz. Ein sehr schönes Bild. Mit dabei auch ein Standard-Toolkit. Also das gefällt mir sehr gut. Dann gehen wir mal in dieses Päckchen hier, wo vorhin schon was rausgepurzelt ist. Da haben wir Magneten. Und ich habe mir ausgesucht, passend für den Herbst und das Roundup für den November kommt ja auch noch. Dafür passend habe ich mir mal so Sachen mit Wichteln ausgesucht. Wir haben hier 6 verschiedene Halloween-mäßige Wichtelmagnete, total süß. Die paintet ihr, dann versiegelt ihr die und dann befestigt ihr am besten erst den Magneten auf der Platte. Das ist eher Deko, also so wirklich was halten tun diese Magneten nicht, außer ihren Magneten selbst, also außer der Platte. Die klebt ihr dann so hier hinten drauf und dann könnt ihr die zur Deko an euren Kühlschrank zum Beispiel befestigen oder an der Magnetplatte. Auf der Lampe, denke ich mal, auf meiner Artdot-Lampe würden sie auch kleben. Ja, die habe ich zum Spaß für den November mal zum Painten mit ausgesucht. Auch die haben ein Standard-Toolkit. Dann werde ich das mal gerade hier ablegen und dann gucken wir uns mal die Steinchen an. Das sind, wie es aussieht, alles Strasssteine, keine Sondersteine. Das heißt, ihr könnt das mal ohne irgendeinen speziellen Stift ruckzuck wegpainten. Dann gucken wir mal, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 verschiedene Farben. Nicht viel drin, ne? Man braucht auch nicht so viel, da werden nur so punktuell so ein paar Strasssteine zum Beglitzern draufgesetzt. Und ja, das ist das dritte Produkt. Ein Produkt habe ich mir noch ausgesucht. Beziehungsweise ganz normal, ganz klassisch bestellt. Und ja, dann geht für den Rest diesen Jahres die Dropshop-Ära zu Ende. Ich muss dann erstmal gucken, dass ich meinen ganzen Vorrat her werde. Und weil das letzte Paket war, werdet ihr am Sonntag meine Kooperationskiste sehen, wo alles drin ist, was ich mir ausgesucht hatte und was noch nicht bepainted ist, was ich schon alles gepainted habe. Dazu wird es ein extra Video dann geben. Ihr kriegt aber auf jeden Fall meine volle Kiste zu sehen und den Grund, warum ich jetzt pausiere mit den Dropshops, beziehungsweise komplett aufhöre. Ich weiß nicht, wie das nächstes Jahr ist, was dann mit dem Stash Detox ist und wie es mit meinem YouTube-Kanal weitergeht. Kann ja auch sein, dass ich im Januar wieder eine neue Idee habe für den Kanal. Also der Kanal bleibt bestehen. Ich mache YouTube auf jeden Fall weiter. Aber weil arbeitstechnisch wird sich jetzt erstmal bei mir nichts verändern. Ich habe ja die Vertragsverlängerung seit diesem Monat gerade erst bekommen.
Und ja, hier ist, das ist sehr, sehr wellig. Also ich kriege auch das Bild kaum glatt. Ich habe es schon andersrum aufgerollt, aber auch das nutzt jetzt gerade noch nicht so viel. Es ist auf jeden Fall ein V, wie ihr sehen könnt. Auch hier ist ein Standard-Toolkit dabei. Mal sind die ja in Druckverschlussbeutel und mal in diesen Beutel zum Ziehen. Das Bild hat 10 verschiedene Steine. Und welche das sind, das gucken wir uns jetzt mal an. Denn ich glaube, die Nummer 10 und die Nummer 9, das sind so ganz besondere Steine. So, wir haben ganz viele Strasssteine in Blau, in Petrol oder Türkis. Ganz viel Orange, Hot Pink, Knallgelb, ein bisschen Grün, Hellblau, ein bisschen Rot. Dann haben wir mit dabei diese Rosen, die ich so liebe. Und was ich auch mega schön fand, wir haben so eine Art Pfauenfederstein dabei. Schaut mal, das ist ein Tropfen in einem Tropfen. Davon haben wir so ganz viele dabei und die kommen alle in den V rein. Also hier kommen einmal die Rosen rein in der 9 und in die 10 hier überall, also richtig, richtig viel, kommen diese besonderen Pfauenfedern rein. Ja, auch das ist ein Bild, was tatsächlich ein bisschen länger dauern könnte, weil wir sehr viel einzeln setzen müssen mit den Strasssteinen hier. Für so ein Bild habe ich neulich bei Pigmondo auf dem Kanal gesehen, dass sich der Roller sehr gut eignet. Den habe ich mir jetzt, glaube ich, nirgendwo ausgesucht, aber hätte ich auch machen können. Naja, jetzt ist vorbei. Ich habe nichts mehr in irgendeinem Dropshop bestellt. Das war das allerletzte Paket. Vielen Dank an Paint Some Way für die dreifache Zusammenarbeit. Also ich habe euch dreimal Paint Some Way gezeigt auf diesem Kanal. Und ja, das wandert mit in die Dropshop-Kiste. Und wahrscheinlich werde ich das Video für Sonntag dann auch noch heute abdrehen. Also wenn ihr jetzt am Freitag dieses Video seht, dann wisst ihr schon, was Sonntag kommt, weil in der Wochenvorschau steht ja noch Überraschung. Ja, ich habe mir aber jetzt ausgesucht, dass ich die Kooperationskiste einmal zeige. Und ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.